Ja, moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play, und zwar The Riftbreaker. Einem Spiel, was ich auch schon mal damals ein bisschen angezockt hatte für ein paar Stunden. Und ja, aber dementsprechend kenne ich auch noch nicht das ganze Spiel. Wir gehen rein in den Einzelspieler und möchten Kampagne, eine neue Kampagne. Auf dem Schwierigkeitsgrad normal, denn der ist ausreichend, so wie ich auch festgestellt habe, denke ich, das letzte Mal. Spielt auch für Let's Plays meistens normal. Let's Play. Streaming. Keine Ahnung, was das ist. Genau, eine faire Herausforderung für Spieler, die neu zu The Riftbreaker stoßen, aber Erfahrung in Action und... Genau. Ich habe das Spiel lange nicht mehr, also sehr lange nicht mehr gespielt. Seit damals halt nicht mehr. Es ist so ein Tower Defense Strategie-Game, was ein paar ziemlich coole Game-Mechaniken verbindet. Warum das jetzt hier 3 FPS sind, weiß ich allerdings nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Riftbreaker Ashley reporting successful jump procedure. Roger that. Begin field-based setup. Houston, I've spotted something near the LZ. It's closing in. Okay, das Intro ist ein bisschen asynchron und irgendwie ein bisschen laggy. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall ist das Spiel so ein bisschen so eine Mischung aus diesen Horde-Games, wo man Wellen von Gegnern verteidigen muss. Und ja, noch ein paar anderen Strategieaspekten von Spielen. Ziemlich cool gemacht. Wir sind irgendwie in so einem Anzug auf so einem fremden Planeten hier gelandet und ja, müssen jetzt hier uns erstmal so eine kleine Base aufbauen. So viel weiß ich noch. Alles, was dann danach kommt, weiß ich auch nicht mehr so wirklich. Jetzt hoffe ich noch, dass die Ladezeiten nicht allzu lang sind, und dann können wir auch schon reinstarten. Da sind wir! Successful. All systems check. Und das sieht doch schon mal richtig cool aus, oder? Grafiktechnisch. Atmospheric pressure within safe levels. Magnetic field check. Error. Repeat magnetic field check with stationary equipment. Star system positioning check. Milky Way galaxy. Sycorax belt. Planet Galatea 37. Ashley, we have arrived. Welcome to Galatea 37, Mr. Riggs. It's so beautiful here. Virtual simulations on Earth were good, but this is amazing. An alien tropical paradise. And we're the first humans to experience it. I'm not exactly human. You have a few parts missing as well. And the paradise part is also left to be determined. Remember your training, Ashley. We should set up a base as soon as possible. You could at least pretend to be human. Just a bit. But you're right. There's no going home until we can construct a functioning Rift Station. Let's start with the basics. Genau, mit den Basics starten, wie das ein gewisser jemand auch schon mal gesagt hat. The headquarters building to secure our presence here. It will allow me to reconstruct if my armor is destroyed. Man kann so mit der ganzen Umwelt interagieren und alles auch kaputt hauen. Sammle Carbonium, errichte ein Hauptquartier, okay. An diesem Carbonium-Erz vorkommen kann man Carbonium sammeln. Und da haben wir auch schon 200. Zack. L-Control für das Baumenü, okay. Finally. Let's place it close to a carbonium deposit. This will help us speed up resource production. Ja, okay. Ich dachte eigentlich, gibt es irgendwie noch einen besseren? Ja, okay, gut, scheiß drauf. Später muss man auch so ein bisschen aufpassen, wo man das Ding hier platziert. Und nicht bei dem erstbesten Carbonium-Erzvorkommen, aber ich schätze mal, für die allererste Mission des Tutorials ist es erstmal okay. Our main base of operations on Galatea 37. Our new home. We have to protect this building at all costs. You will be teleported here whenever I am critically damaged. There is no other backup if this building is destroyed. That's basic training, Mr. Riggs. Let's focus on the less obvious things. I am required to remind you of basic protocol, even if we've done this before. We need to expand the base.
Let's build a carbonium factory to do the digging for us. Arsenal? Yes, we've got much more interesting things to do. Carboniumfabrik, let's go. Das ist sozusagen, um Ressourcen abzubauen. Damit wir hier nicht immer manuell alles bohren müssen, sondern das automatisch machen können. Kennt man auch aus solcher Art von Games natürlich, klar. Day of Billions zum Beispiel ist auch so ein bisschen wie Day of Billions, bloß dass man selber noch einen Charakter sozusagen aktiv steuert. Our base will require huge amounts of power to operate. Right now, we can only construct some basic power plants. Wind turbines and carbonium power plants. Wind turbines are less effective, but they work around the clock. Carbonium power plants are very effective, but they use up the deposits that they are placed on. In the beginning, it's best to use a combination of these power sources. We can balance energy peaks and shortages by storing excess energy in energy storages. Okay, ich muss jetzt erstmal ein bisschen raffen, wie ich mich hier gerade so ein bisschen platziert habe und wie man sich hier am besten schon mal schützt vor Gegnern. Even if power lines are not visible. Aber gut, soweit sind wir noch nicht erstmal ein Kraftwerk. We should build up our base as quickly as possible. Und zwar hier. Standard Protocol advises to set up. Errichte mindestens 6 Wachtürme, okay. However, I don't expect as much aggression from the native fauna as in the simulations. Energiekonnektor? Muss da noch hin. Long range quantum scans were very accurate. The local fauna and flora appear almost exactly like during training. Follow the protocol, Ashley. The environment in the simulation was very accurate. That's true. But the scenario was crafted by Riftbreaker Command. They usually. Ich finde schon mal richtig nice, so von der Grafik und der Atmosphäre her. Auch wenn jetzt gerade so Sonnenauf- oder Untergang ist, sieht es schon ziemlich cool aus. Jetzt labern die am Anfang noch sehr viel wegen Tutorial und so. Do you? Ist ja okay. Okay, Mr. Stubborn. I guess it won't hurt to set up some solid defenses. Just in case. Wie viel Energie produziert denn das Ding? 60 die Sekunde. Wir haben. Ach du Scheiße. Ja, okay, doch. Also noch ist alles okay. Noch ist der Verbrauch nicht höher. Und wir können Wachtürme. Soll ich vielleicht sogar das ausnutzen, dass wir jetzt noch in dem Moment nicht angegriffen werden und noch direkt mal erstmal eine zweite Carboniumfabrik bauen? Ich denke, das macht schon Sinn. Können wir uns die noch leisten vom Energieverbrauch her? Das wäre nämlich ganz cool. So, und dann sind nämlich hier Wachtürme. Und damit in Kombination machen sich natürlich immer Mauern ganz gut. Wie kann ich die drehen? Ne, Tab ist die Karte. Wie kann ich die drehen? Ja, super, so schon mal nicht. Wie kann ich hier Sachen drehen? Ach so, okay. Ach, mit Mausrad drehen, alles klar. Genau, dann fangen wir nämlich mal an, hier unsere Base so ein bisschen einzumauern. Nur schon mal so ein bisschen, das kostet halt auch alles sehr viel Carbonium, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Was ist jetzt los hier? Mit dem Gebäude? Ach so, Energie ist voll. Wir könnten Energie mal speichern in einem Energiespeicher. Können wir den schon bauen? Solaranlage, Windkraft, Energiespeicher, ja, klar. Speicher mal den ganzen, die überschüssige Energie in dem Energiespeicher. Das macht schon Sinn. Gut, jetzt fehlt uns wieder das Carbonium. Kann ich da eigentlich noch einen Carbonium-Miner ransetzen? Oder ist jetzt hier voll? Ja, ich glaube, jetzt ist hier langsam... Nee, tatsächlich nicht. Da geht noch einer. Sehr nice. Und er ist noch immer in der Lage, Energie genug... Dieses eine Carbonium-Kraftwerk kann noch immer genug Energie produzieren. Gut, dann kommt mal der nächste. Oh shit, ja stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass auch mal so random Meteoriten einfach hier durch die Gegend fliegen können. Ironium fehlt mir. 20 von 3? Hä? Achso, ich habe 3 und brauche 20. Ja gut, bei Ironium ist halt das Ding, dass wir das noch gar nicht jetzt gefunden haben. Das ist nämlich eine andere Ressource. Und wir haben keine Ironiumquelle hier in der Nähe. Haben Sie das im Tutorial bedacht? Ashley,
I strongly advise you to construct an armory. It will allow us to craft new weapons and upgrades. Ja, es geht doch nicht gerade. Ich will, ja, ich brauche Ionium. Oh shit, die ersten Gegner, der erste Gegnerkontakt. So sehen diese Wellen von Gegnern dann aus. Errichte ein Arsenal. Ach so, okay, ach, das war ein ganz anderes Ziel. Bereite dich auf den Feind. Ach so, okay, bereite dich auf den feindlichen Angriff vor, ist so eine Zeitquest sozusagen. Wir müssen die Wachtürme im Übrigen energietechnisch auch versorgen, damit die funktionieren. Das heißt, in 2 Minuten und 40, aber bis dahin kriege ich keine 6 Wachtürme zusammen. Aber ist auch nicht ganz so schlimm. Weil ich hoffe, dass wir die ersten Angriffe vielleicht auch mit nur... Ah, guck mal, Ironium Ernst. Dass wir die auch irgendwie mit 2 Wachtürmen und mir selbst verteidigt bekommen. Aber hier kriegen wir jetzt Ironium. Carboniumspeicher ist gleich voll, deswegen macht es auch Sinn, dass ich jetzt gleich mal die nächsten Wachtürme schon mal platziere. Und ja, das ist so basically so ein bisschen das Prinzip des Games. Sich weiter expandieren, immer natürlich den Stützpunkt beschützen vor den Gegnern. Carbonium storage is full. Und dann später noch gegnerische Basen auslöschen. Das ist so alles, woran ich mich noch erinnern kann. Ein Arsenal. 200 Ironium. Ja, eine Sekunde. Jetzt, was fehlt uns jetzt? KI-Kerne. KI-Kerne. I don't have enough AI cores to support any more defensive towers. You will need to construct additional AI hubs to expand our defenses. KI-Knoten. Brauche ich auch wieder Ironium. Okay, Ironium ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das Problem ist, dass ich gerade nicht in der Lage bin, das automatisiert abzubauen, weil das halt zu weit weg ist. Ich könnte hier auch nochmal eine Base bauen mit einem Bohrer. Aber lässt sich an zwei Orten, an zwei verschiedenen Orten zu verteidigen, ist ziemlich schwer. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier hingehen und hier abbauen, was wir brauchen. Und wenn wir dann später längere Missionen haben und auch nicht mehr im Tutorial sind, dann kann ich überlegen, ob ich zwei verschiedene Basen baue. So, wir haben mehr Ironium. Es wird langsam auch wieder Tag. Es können auch so verschiedene Events passieren am Tag. Oder auch in der Nacht. So. Ziehen wir vielleicht mal einfach bis hier eine Mauer und dann etwa hier lang. Okay, jetzt haben wir kein Carbonium mehr, ist auch okay. Aber du weißt halt auch immer nicht wirklich, von wo die kommen, die Gegner. Ich meine, jetzt in 20 Sekunden werden wir es, glaube ich, kurz vorher nochmal sehen, aus welcher Richtung die kommen. Das heißt, ich spare mir mal die 2 weiteren Wachtürme. Ach stimmt, ich kann da gar keine weiter. Scheiße. Erst ein KI-Knoten. Ich brauche erst einen KI-Knoten. Schnell. Bau den KI-Knoten, Alter. Ich muss weitere Wachtürme bauen. I'm detecting a large group of creatures heading towards our position. It looks like our presence has been noticed. Ashley, we don't have a lot of defensive structures. Prepare to fight. I guess you were right about setting up more defenses. We'll have to handle this ourselves. Remember to use repair kits if necessary. Das ist einfach nicht wirklich möglich gewesen gerade, okay? So, wir haben jetzt 6. Wir haben jetzt 6 Türme. Ah, von Orna, super. Ja, na toll. Die kommen aber von unten links. Na, das ist ja ganz große Spitzenklasse. Natürlich kommen die jetzt von unten links. Genau da, wo ich die Türme nicht gebaut habe. Das ist auch so typisch, dass sowas mal passieren kann. Warte mal. Kann ich noch einen KI-Knoten bauen? Ne, da fehlt mir jetzt das Ironium für. Okay. Wenn die jetzt kommen, dann muss der... Ah, warte mal, der eine Turm. Kriege ich den noch irgendwie mit Energie versorgt schnell? Ja, okay. Immerhin. Und vielleicht schießt der obere auch noch mit. Das muss jetzt irgendwie reichen. Und ich kann hier auch noch so durch den Zaun durchhauen, um zu verteidigen. Bei der ersten Welle dürfte das irgendwie passen. Jetzt haben wir aber irgendwie ein Energieproblem hier gerade. Scheiße. Verpisst euch! Are you still skeptical about the local creature's level of aggression?
So, wir können schießen. Mit Rechtsklick und mit Linksklick Nahkampfattacken machen. Kommt noch mehr. Ich meine, die erste Welle ist jetzt relativ einfach. Ich denke, die kriegen wir auch so abgewehrt. Die werden mit jedem Mal, werden die immer aggressiver und aggressiver, bis es irgendwann wirklich so viele sind, dass man richtig viele Türme braucht, um irgendwie eine Chance zu haben, dagegen anzukommen. Das ist schon später wirklich krass. That's not entirely true. Other rift-breaking missions have already secured a number of resource-rich planets for humanity. We're not on the brink of extinction. Our goals on this mission are clear. Wir bauen mal ein Tor hier rein. And security is the top priority. Damage to the ecosystem is inevitable. You wanted to come here yourself, and you knew what has to be done. Are you doubting the mission? I know what has to be done. That's not the point. Galatea has to be prepared for colonization. I don't doubt that. If I didn't come here myself, then someone else would have. I believe that we can do this in a better way. Jetzt ist zum Beispiel sehr windig und wenn es sehr windig ist, dann sind Windkraftanlagen sehr OP, um schnell Strom zu produzieren. But we don't have to destroy all the wildlife we encounter. Und wenn es sonnig ist, dann halt Solaranlagen. Ne? Stripped down factory world. If we want to progress as a species, then we should study this planet and learn how to blend with the environment and prepare a safe home for humanity. Und in der Nacht dann natürlich Solaranlagen nicht mehr so krass. Und so kann man eigentlich eine. Man muss eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Energiequellen bauen, um die Energie ranzukriegen. Gut, also diese Welle war durchaus zu verteidigen. Das hätte man wahrscheinlich sogar doch ohne Ton geschafft, aber wie gesagt, es ist die erste Welle im Tutorial der ersten Mission. Und das wird jetzt mit jedem Mal nur immer krasser. Deswegen müssen wir uns auf jeden Fall vorbereiten. These creatures are clearly drawn to our energy emissions, so it will be like an alarm bell for them. So hier kommt mein Arsenal hin. Defenses before upgrading the HQ. Ja, jetzt würde ich dann einfach mal unsere Mauer hier vervollständigen. Zack, gut. Einmal eine vollständige Mauer. Kann eigentlich da und da noch ein Tor hin. Huch, nee, so nicht. Dass wir überall rauskommen. So. Das Arsenal wird errichtet, noch 20 Sekunden. Werte das Hauptquartier auf. Ach ja, stimmt, man kann auch jedes Gebäude aufwerten. Carbonium brauchen wir 500, Ironium, ach du Scheiße, auch 500. Okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es sich lohnt, wo es sich nicht nur lohnt, sich nach anderen Carboniumquellen auch noch umzuschauen. Hier zum Beispiel war auch noch einer, aber hier sind halt auch Gegner, ne? We can now use it to craft new items. It will also automatically manufacture ammunition for my weapons. Ja gut, okay, sagen wir mal, Carboniumlager reicht erstmal aus. Ich müsste vielleicht aber mal Lagerplatz erhöhen. Feststoffspeicher, genau. Mit Feststoffspeicher können wir unsere maximalen Ressourcen erhöhen. Und jetzt muss ich halt richtig fett Ironium sammeln, ne? Wobei, ich kann auch eigentlich mal wirklich versuchen, hier einen kleinen Bohrer, hier so eine kleine Station hinzubauen. Ich will das jetzt nicht alles per Hand sammeln. So. Vier Stück davon. Die jetzt auch gleich schon mal anfangen können zu bohren, sobald ich hier noch ein bisschen mehr Carbonium habe, um ein paar Energiequellen dafür zu bauen. Es ist halt letzten Endes natürlich auch so ein bisschen alles industrialisieren und so wie in Satisfactory zum Beispiel oder Factorio auch, dass man schnell viele Ressourcen einfach haben möchte. Aber halt mit Tower Defense und Gegnerwellen kombiniert. Hatte mir damals beim Antesten sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch YouTube-Videos dazu enjoyed und das war. Das ist einfach sehr nice. Gut, fünf Windmühlen, ich hoffe, das reicht.
We have power shortages. Connect more power plants. What? Wieso das? Wieso habe ich hier Power Shortage? Reicht das immer noch nicht? Not enough carbonium. Immer noch nicht genug. Das ist hier, guck mal, man steht auch immer lokal da. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter weg sind, da haben wir unsere generelle Base und wie viel Energie jetzt bekommen. Und wenn wir jetzt woanders noch was bauen, hier zum Beispiel, dann ist das lokal sozusagen, dann ändern sich die Werte lokal, zumindest die Energiewerte. Und man sieht genau, wie viel man in diesem kleinen Bereich jetzt hier produziert. Wir scheinbar irgendwie immer noch zu wenig. Warum? Machen wir immer noch minus 20? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. 12 die Sekunde. 20 die Sekunde verbraucht einer. Das müsste eigentlich müsste das jetzt kein so ein großes Problem sein. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, um ehrlich zu sein. Machen wir nochmal 4 Windkraftanlagen. Ich meine, selbst wenn das jetzt nicht ganz so windig ist, sollte das trotzdem vom Ding her okay sein. So, hier kommt eine Wall hin. Wir müssen das dann alles so ein bisschen verteidigen und auch zuwallen. Aber im Übrigen wäre hier nochmal Carbonium gewesen. Ich hätte da vielleicht auch eine Mauer drum ziehen können. Dann hätten wir gleich 2 Carboniumquellen gehabt. Und das Ganze wäre einfach ein bisschen schneller gegangen. So, jetzt haben wir aber genug Energie hier. Jetzt würde ich auch gleich hier direkt erstmal wieder einen Energiespeicher bauen. Dann können wir Energie speichern und die können hier loslegen mit dem Ironium. Und ich würde hier dann wirklich fast Gleiches nochmal tun. Guck mal, es scheint ja auch so, als würden jetzt keine weiteren Wellen erstmal kommen. Es sei denn, das ist immer so, dass man vorher nicht gewarnt wird und das kommt gleich random wieder. Aber ansonsten würde ich mir jetzt einfach mal hier... Ja, wobei, das ist halt auch nur die Tutorial-Welt, ne? Ich weiß nicht, wie lange wir hier drin sind. Ja, bei Nacht kriegst du halt von Solaranlagen gar nichts rein. Dementsprechend sind, ja, Windkraftanlagen auch immer nice. Ich brauche hier noch ein paar Windkraftanlagen, dass wir hier nicht in Minus kommen, wie es gerade der Fall ist. Gut, Ironium haben wir schon. Carbonium fehlt jetzt noch. So, Strom geht wieder hoch. Noch mal 3-mal Carboniumfabrik, bitte. Ah, jetzt komme ich nicht mehr raus. Die lasse ich jetzt erstmal nicht, also die umzäune ich jetzt erstmal nicht. Komm, machen wir einfach hier so. Leg mal nur Energie dahin und dann geht's zack weiter. Jetzt haben wir wieder Energie minus. Jetzt war hier wieder Verbrauch. Ironium voll ist nicht so schlimm, ist sogar eigentlich ziemlich gut. Mehr Windkraftanlagen, um den ganzen Energiebedarf hier irgendwie zu decken. So, passt. Jetzt arbeiten sich alle dauerhaft. Wir kriegen ein bisschen Energie dazu. Und jetzt baue ich auch noch zusätzlich mit ab. Und ihr seht, dass die Zahl doch relativ schnell anwächst dadurch. Und dadurch dauert es jetzt eben nur noch ein paar Minuten. Also nicht mal, ja, eigentlich nur noch eine Minute oder so, wenn überhaupt. Und dann haben wir 500. So, kann ich schon langsam auf den Weg machen. Die ernten ja weiter für mich. Die Aufwertung wird einen sehr starken feindlichen Angriff. Jo, würde ich trotzdem machen.
Oh, in 2 Minuten schon. Ich hätte gedacht, ich hätte ein bisschen mehr Zeit. Ist nicht ganz so schlimm. Neuer KI-Dings hier. KI-Knoten. Oh, jetzt ist Tag. Oh, guck mal, was passiert, wenn es Tag ist. Wie unsere Energie hochgeht.